Ja, servus, ist wieder der Martin mit der siebten Handelswoche von Pip Cruiser, Pip Mesher on Steroids. Ja, das war eine ziemliche Achterbahnfahrt. Gehen wir vielleicht zuerst auf den MyFXbook-Link. Wir sehen hier das aktuelle Ergebnis. Es sieht immer noch gut aus, immer noch positiv, aber die Woche war schon heftig. Nachdem wir am Mittwoch einen neuen Kontohöchststand hatten mit 1149,11 Euro, was also 11,49% bedeutet hat. Und ich mir schon gedacht habe, super, auch die Equity-Kurve ist jetzt endlich über die 1100 Euro gestiegen, ging es danach knallhart bergab. Und zwar am Donnerstag und am Freitag lief dann gar nichts. Wenn wir bei der History schauen, sehen wir also, wir haben jetzt vier Verlierer in Folge und damit auch zweimal den 300 Pip Stop-Loss kassiert. Das ist einmal beim US-Dollar, Schweizer Franken und einmal beim British Pfund, japanischen Yen. Auch der andere British Pfund, japanische Yen, der zweite Trade mit 176 Pips hat wehgetan. Gut, der Euro GBP, also der Euro British Pfund, 73 Pips hätte man noch verschmerzen können. Dieser US-Dollar CHF, der hat 14 Tage gedauert, ehe er jetzt in den vollen Stop-Loss gelaufen ist. Das heißt natürlich damit, wir haben ein ziemliches Minus fabriziert in der aktuellen Woche. 3,33%, 37,01 Euro, 410 Pips verloren, 73% unserer Trades waren nur Gewinner. 15 Trades sind es gewesen, das heißt, es ist ein bisschen mehr als letzte Woche gewesen, wo es nur 8 waren. Er hat auch diese Woche wieder ganz normal mit den Pending Orders oder vergangene Woche mit den Pending Orders begonnen. Mir ist es echt nicht klar, warum der in der letzten Juliwoche keine Pending Orders mehr gesetzt hat. Also, das muss, entweder habe ich es irgendwo überlesen oder es ist wirklich so, dass der Expert Advisor in der letzten Woche nicht mehr die Pending Orders setzt, in der letzten Woche eines Monats. Der Drawdown bei 6,47 sehr hoch, höher als er in der KW 3, also der Handelswoche 3 war. Da hatten wir 6,21. Insgesamt ist die Woche jetzt nicht ganz so schlecht wie die dritte Handelswoche gewesen. Das war übrigens vom 13.07. bis zum 17.07. Da hatten wir 3,50 Verlust und 38,33 Euro. Hier sehen wir die Monatsbilanz. Der Juli also sehr gut, 11,18% im Plus. Der August mit jetzt aktuell 3,33 im Minus, also es war ja die erste Handelswoche jetzt im August. Gleiche Zahlen wie hier in der KW 7. Gut, jetzt ist es so, der August ist generell ja eigentlich ein schwacher Monat für Trendfolgesysteme, also zumindest habe ich so jetzt einige Male gelesen im Internet. Müssen wir jetzt einfach abwarten, wie die nächsten Wochen laufen und wie es dann in den Herbst rein geht, wie der Expert Advisor sich behauptet. Gesamtbilanz immer noch gut, 7,48% plus, das sind 74 Euro, 1357 Pips und 83% haben wir gewonnen. 92 Trades, das stimmt jetzt nicht, sehe ich jetzt gerade, das waren nämlich peinlich, habe ich irgendwie das Update nicht gemacht. 107 sind es natürlich und damit auch 1,07 Lots und der Drawdown ist aber bei 10,27 immer noch geblieben, genau. Ja, also nicht optimal, ganz klar. Die Summary, wenn wir uns jetzt mal ansehen, das heißt, wo wir die einzelnen Positionen sehen, also nach wie vor der beste Wert ist der Euro-US-Dollar, der hat 11 Mal bisher getradet, 526 Pips gemacht, 46 Euro Gewinn. Der hat letzte Woche nicht getradet, also wurden keine Orders abgesetzt, da wir in einem Downtrend sind. Das heißt, die Monatskerze war down, aber die Wochenkerze zuvor war long. Das heißt, insofern letzte Woche keine Signale beim Euro-US-Dollar. Das gleiche war auch beim Euro, japanischen Yen, der auch bisher mit 11 Trades, alle 11 Gewinner optimal waren. Auch der Schweizer Franken, japanische Yen, gut, 7 Trades, 7 Sieger. Der Euro New Zealand Dollar gut mit dabei. New Zealand Dollar, japanische Yen. Also sehr, sehr viele Yen-Werte sind es hier.
die im Moment sehr gut oder die letzten Wochen sehr gut gelaufen sind. Die Kehrseite ist natürlich der US-Dollar-Schweizer Franken. Drei Trades, ein Sieger, zwei Verlierer. 374 Pips verloren, 36 Euro. Und auch das britische Pfund, japanische Yen mit 386 Pips. Der Euro-Australien-Dollar mit 362 Pips. Den Euro-Australien-Dollar, den hatte ich mir ja die Vorwoche schon angesehen. Der ist in den letzten 1,5 Jahren trotzdem positiv. Also auch wenn er jetzt im Moment diese Verlierer hat, diese zwei, es sind zwei Trades gewesen, also sollte man jetzt noch nicht überbewerten. Die anderen Werte muss ich mir noch genauer ansehen. Also ich habe die History-Daten jetzt mal runtergeladen und bin ehrlich gesagt aber auch noch nicht dazu gekommen, mir das jetzt genauer anzusehen. Ansonsten, ja, wenn man jetzt diese Werte hier von minus 32 Pips Euro, British Pfund minus 73, Australian Dollar, Schweizer Franken 105 Pips. Ja, das sind minimal. Da eine gute Woche, wo wir mal ein paar Gewinner mitnehmen können bei diesen Werten, dann sieht es schon anders aus. Also insofern müssen wir sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube nach wie vor an das System. Wir haben jetzt die 100er Trades-Grenze überschritten. Und 7,48% ist gut. Wir waren auf dem Kontohöchststand. Vielleicht gibt es jetzt wieder so eine Bewegung nach oben. Hier war es ja schon mal so, wo wir diese Bewegung nach unten hatten. Da ist aber die Equity-Kurve schon ganz schön auseinandergeknallt. Jetzt im Moment ist sie ja nah dran, sagen wir mal so. Sie läuft jetzt im Moment zwar nach unten, aber der Abstand ist nicht so groß. Es sind im Moment drei offene Trades da, das sind auch nochmal minus 270 Pips, minus 31 Euro. Aber gut, jetzt schauen wir mal, wie jetzt der Montag dann läuft. Und dieser August minus 37 Euro ist ja noch eine Weile hin oder noch eine Zeit hin, bis wir den Monat dann beendet haben. Und da kann sich noch viel ändern. Was ich gemacht habe, ist, oder beziehungsweise machen wir erstmal hier. Das ist die Plattform und letzte Woche eben die Verlierer. Hier 27 Euro US-Dollar, Schweizer Franken, 22 britische Pfund, japanische Yen und nochmal 12 britische Pfund, japanische Yen. Das war ein Main Trade. Das andere waren Multitrades. Ja klar, Multitrades haben wir ja auch die 300 Pip Stop-Loss. Also bei diesem System hier, da komme ich jetzt gleich dann noch zu was dazu. Und zwar geht jetzt hier mal nochmal raus. Wir gehen in den anderen Server rein und sehen hoffentlich, ich habe nämlich letzte Woche ein zweites Konto gemacht. Das war's nicht. Das hier war's. Ich habe hier ein zweites Konto aufgesetzt, wo ich im Prinzip auch die gleichen Währungspaare habe, aber ich bin jetzt hierher gegangen und habe bei diesem Konto die Main Trades wo ich den Stop Loss bzw. den Take Profit gemäß dem ATR habe errechnen lassen und wo ich die Multitrades mit 30 Pip Take Profit und 30 Pip Stop Loss habe. Bei der Euro-US-Dollar-Auswertung, wo ich vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2 Wochen war es mal, gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass dieses System, also bei den Main Trades mit Stop Loss Take Profit gemäß ATR und den Multitrades 30er 30er Stop Loss Take Profit, dass es damit beim Euro US Dollar besser gelaufen wäre in der Vergangenheit wie bei dem anderen System, also mit dem fixen Stop Loss und Take Profit, wie wir jetzt ja seit 8 Wochen handeln. Und dieses System hat aber auch verloren. Wir sehen es hier, also das ist jetzt nur die erste Handelswoche. Es gab 13 Trades. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Ganze in die Excel-Tabelle einzutragen, dass wir dann den direkten Vergleich sehen. Das hole ich die Woche noch nach. Aber hier ging es auch erst ziemlich bergauf, ehe dann bei den abgeschlossenen Trades. Wir sehen hier ein British Pfund, japanische Yen, der also hier auch mit minus 12,99 Euro reingeknallt ist. Die sind alle ausgelaufen und auch hier hatten wir beim Euro-British Pfund auch hier einen Verlierer.
10,39%, Quatsch, 10,39 Euro. Also lief es bei diesem System jetzt in dieser Woche auch nicht besonders. Aber gut, 13 Trades sagt natürlich noch nichts aus. Wir hatten, gehen wir wieder hier rein. Ja, hier auch. Damals, als wir angefangen haben, erst ein paar Tage lief es positiv und dann kam ja schon dieser Abfall. Das war die, ja gut, die dritte Handelswoche war es. Wo wir dann, die erste können wir jetzt eigentlich nicht bewerten, da waren es glaube ich zwei Trades, genau. Die zweite waren dann 44 Trades und dann 17 Trades. Also auch hier bei den fixen Stop-Losses ähnliche Tendenz wie bei den ATR-Stop-Losses. Müssen wir sehen, wie sich das Ganze dann die nächsten Tage entwickelt. Was mir aufgefallen ist, dass wir natürlich in der zweiten Handelswoche damals 44 Trades hatten und danach eigentlich 17, 21, 8 vorletzte Woche, 15 letzte Woche. Also die Trading-Frequenz ist schon ganz schön zurückgegangen. Man sieht schon, dass das ferienmäßig oder urlaubsmäßig, keine Ahnung, dass das schon ziemlich einschlägt oder ziemlich die Trade-Frequenz nach unten zieht. Okay, was wollte ich noch sagen? Eigentlich nichts. Genau, jetzt geht es ja eh schon bald wieder los. In einer halben Stunde eröffnen die Märkte wieder. Und wir schauen, wie es dann jetzt in der achten Handelswoche läuft, beziehungsweise in der zweiten Handelswoche bei den ATR-Berechnungen. Und ich melde mich dann am kommenden Wochenende wieder mit einem neuen Video. Wir können vielleicht noch kurz auf den Pip Cruiser Pip Measure schauen. Ich habe es ja, Quatsch, auf das Trading Support Resistance nach Milanese. Ich habe es ja doch weiterlaufen lassen und es ging letzte Woche etwas nach oben. Das mal schnell so machen. Nur, dass ihr mal kurz einen Überblick habt. Ein größeres Video kommt dann irgendwann, ja. Ich denke, immer Ende des Monats würde ich das machen. Aber wir können hier ja trotzdem im Rahmen des Pip Cruiser kurz auf den Milanese Support Resistor schauen. Mandel hat es ja richtig gesagt, sollte das System jetzt wirklich so weiterlaufen, können wir davon ausgehen, dass die Support Resistance-Zonen dann doch ihren Sinn haben und wir vielleicht dann doch hier uns den Expert Advisor umschreiben lassen von Trader Doc und es dann anders aussehen würde. Okay, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich werde jetzt noch ein paar Let's Plays machen und wir hören und lesen uns dann bald im Forum bzw. nächste Woche. Bis dann, ciao.